Hallo meine lieben Freunde, heute befassen wir uns einmal mit der Astrologie und dem Aszendenten. Es reicht nicht aus, jemanden mit Widder, Stier, Waage oder einen der anderen neun Tierkreiszeichen zu charakterisieren. Jeder Mensch ist ein Individuum, eine eigene Persönlichkeit und man kann ihn nicht mit den vielen Millionen Menschen, die überall in der Welt im gleichen Monat geboren sind, in einen Topf werfen und behaupten, das bin ich, das bist du. Das wäre oberflächlich und so arbeitet der Astrologe nicht. Zur Zeit der Geburt wirken neben der Sonne mehrere andere wichtige planetarische Einflüsse. Und genau diese Einflüsse machen den Unterschied aus. Sie formen zusammen mit den Tierkreiszeichen dieses einmalige Individuum. Dessen sind sich die Astrologen auch bewusst. Wie auch eine große Zahl der Menschen, die so gern ihren Charakter beschrieben haben wollen, ob in Zeitschriften, Zeitungen oder Büchern. Obwohl die Grundtendenzen richtig und häufig äußerst treffend sind, sind doch die Beschreibungen nicht sehr genau, um den Horoskopleser ernsthaft völlig zufriedenzustellen. So empfiehlt es sich, um eine größere Genauigkeit für eine wirklich persönliche Charakteranalyse zu erreichen, sich an einen Berufsastrologen zu wenden. Um eine persönliche Aussage treffen zu können, benötigt man mindestens diese Daten. Erstens muss der Tag, der Monat und die Geburtsstunde genannt werden. Damit beginnt jede Astroanalyse mit dem Tierkreiszeichen, das den Grundcharakter bestimmt. Zweitens, die Position der Planeten zur Geburt bestimmen das Verhaltensmuster. Hierzu gibt es verlässliche Tabellen. Und drittens, den Aszendenten, das Zeichen, das zur Geburtsstunde am östlichen Horizont aufstieg. Es zeigt unter anderem, wie die Menschen uns von außen sehen. Dieser Aszendent ist eine wertvolle Leitlinie und auch der Grund, wieso uns manchmal Menschen begegnen, die scheinbar nach der Charakteristika unseres Geburtszeichens, also dem Tierkreiszeichen, nicht entspricht. Der Aszendent zusammen mit den Positionen der anderen Planeten könnte der stärkere Einfluss sein, als Folge davon den Grundcharakter zu verändern. Dies passiert allerdings recht selten. Das Geburtszeichen scheint immer durch, ist astrologisch immer erkennbar. Auch wenn es durch gegensätzliche Aspekte bedingt eine negative Form einnimmt. Der Aszendent prägt Aussehen und Auftreten, wie auch die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen und nach außen wirken. Nun wird es euch bewusst, wie wichtig der Aszendent ist und was für eine große Rolle er in der Astrologie spielt. Nur so kann ein Astrologe ein genaues Horoskop erstellen. So, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann kontaktiert mich einfach und ich informiere euch gern. Hier unten seht ihr meine Rufnummer. In lichtvoller Liebe, eure Deria.